Jacqueline sind wir in diesem Land. Gerade Mose hat gegen davon geredet. Endlich. Seit 40 Jahren sind wir unterwegs. Endlich kommen wir aus dieser Wüste raus. In das Land, wo Milch und Honig fließt. Stoppen! Auf dem Weg! Auf dem Nebo! Hast du gesehen? Das gelobte Land! Machen wir es nicht! Das schlägt doch vor! Wie lange geht es so, bis ihr das endlich begreift? Wer sagt uns, dass es morgen noch Manna gibt? Jetzt wird alles besser. Hoffentlich stimmt das aber auch. Was ist mit dir los? Freust du nicht? Ich frage mich nur, ob im gelobten Land wirklich alles besser ist. Dort wollen wir auch schon wünschen. Aber wir haben doch auch das Recht, nicht mehr zu sein. Kommt alle daher! Kommt vor das Lager raus! Der Mose will zu uns reden! Kommt! Bis jetzt hat es immer Manna gegeben! Ja, bis jetzt! Aber was ist morgen? Hey, hört ihr mich nicht? Kommt doch vor das Lager raus! Sicher ist sicher, es könnte ja auch nicht kein Weg geben. Und was machst du denn? Man soll es nicht horten. Wir wissen ja, was passiert, wenn man Manna hortet. Es fühlt und fährt an stinken. Der Mose will zu uns reden. Ich weiß auch nicht warum. Mose? Das ist gar nicht mein Anführer. Joshua sagt jetzt, was durchgeht. Vielleicht wollte er uns ja ein neues Gebot geben. Gebot 614 und 615 oder was? Das sieht aber nicht gut aus. Ist er auch krank? Nein, nicht noch mehr. 613 Gebote sind genug. Alles ist einfach geregelt. Alles. Wir sind aber nur noch die reinsten Handvollmänner. Nein, das ist ja gerade nicht das Ziel von den Geboten, uns so Handvollmänner zu machen. So, lass es doch! Um was geht's denn, der Schusch? Das Gebot will uns nicht klein machen. Sie wollen uns nur mehr helfen, im Frieden zusammen zu leben und nicht eine Gesellschaft zu werden, wo die einen gerne reicher werden und die anderen nicht mehr zu essen haben. Aber für das braucht es nicht 613 Gebote. Der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit. Sollst du nachjagen, damit du Leben hast? Das ist doch eine wunderbare Weise. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Brüder. Ja, das ist ein gutes Gebot. Aber es gibt auch sinnlose. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass man die Tragstangen nicht aus den Ringen vor Bundeslade nehmen soll. Es ist ja wirklich sinnlos, wenn man die drin lässt oder rausnimmt. Nein, eben gerade nicht. Wieso? Was ist das gute Ding da eigentlich? Die Bundeslade. Dort bewahren wir uns das Wichtigste gut auf. Die Zehngebote. Ich grafiere auf zwei Steintafeln. Dort ist der Mose im Wüste vom Berg Sinai abgebracht. Bundeslade ist ein Symbol für den Bund, womit das Volk Israel mit Gott geschlossen hat. Es zeigt uns, dass er immer in unserer Mitte wird. Meine Schwester und Brüder. So, der Mose sieht wirklich nicht gut aus. Er ist halt aber wirklich alt. 120. Die Ewige hat uns aus Ägypten rausgeführt und unseren Sohn aus den Händen der Ägypter errettet. Und ich habe euch jetzt 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Eure Kleider sind in dieser Zeit nicht kaputt gegangen. Und auch eure Sandalen sind ganz geblieben. Ihr musste kein Brot backen. Und habt kein Wein und kein Bier getrunken. Und so hat euch die Ewige gezeigt, dass sie euer Gott ist. Mach es auch so sagen. Seit 40 Jahren essen wir jetzt nichts anderes als Manna. Nichts anderes als Himmelsbrot. Weißt du, wie wir das auch aus dem Haus auslampen? Nicht anders als Manna. Ich habe es ja immer wieder gesagt, wir wären gescheiter zu Ägypten geblieben. Dort sind wir noch vor vollem Fleischstab gekocht und wären... Seid doch still, der Mose will weiterreden. Ihr steht heute alle vor ihr, vor eurem Gott. Vor der Ewigen ist jeder und jede gleich wichtig. Egal, Frau, Mann, Kind oder Fremde. Ob älteste Wasserschöpferin oder Holzfäller. Verbindet euch mit ihr. So seid ihr ihr Volk und sie ist euer Gott. Gerade so, wie sie seinen Vätern und Müttern versprochen hat. Abraham und der Sarah, dem Jakob und der Rachel. Aber nicht nur mit euch schließt die Ewige heute ihren Bund, sondern nur mit allen, die noch nicht geboren sind.
Der Mose redet ihr nicht gleich wie sonst. Es ist wie einer von uns, der Abschied nimmt. Du nicht den Teufel wählen. Wir brauchen ihn. Ohne Mose sind wir wie ein Sturm am Haufen, der nicht weiss, was er machen soll. Noch eine Weisung. Wollt ihr euch mit auf den Weg geben? Nein, nicht noch mehr. Wir haben ja verwöhnlich genug. Keine Angst. Die Weisung, die ich euch mit auf den Weg gebe, ist nicht schwer für euch. Im Gegenteil. Sie ist euch viel näher, als ihr denkt. Ihr müsst sie nicht im Himmel oben suchen. Und auch nicht auch nicht mehr. Nein, sie ist euch viel, viel näher als das. Ihr findet sie auch im Herz. Ich lege euch sie ins Maul. Sie kann euch den Weg zum Leben zeigen. Schaut, vor euch liegt das Leben und das Glück. Oder der Tod und das Unglück. Ihr habt wenig. Wählt das Leben, damit ihr und euer Kind und Kindeskind das Leben habt. Ich bin jetzt 120. Zu alt, um noch grosse Sprünge zu machen. Die Ewige, unser Gott, hat darum zu mir gesagt, du gehst nicht mit deinem Volk über den Jordan ins verheißene Land. Sie wird also nicht mehr mit euch sein. Aber Adonai wird mit euch sein. Und du, Joshua, du tust sie führen. Du bist mutig und stark. Hab keine Angst. Sie, die Ewige, wird bei dir sein. Sie wird dir nie im Stich lassen und euch an den Ort führen, wo Adonai für euch bestimmt hat. Himmel und Erde, gehört ihr mein Lied? Meine Worte sollen sein wie der Regen im Frühling. Meine Rede wie Tau im Herbst. Wie ein Platzregen aufs grüne Gras. Wie Tropfen aufs frische Grün. Adonai, dein Name will dich in die Welt heraustragen. Schaut, wie gross unser Gott ist. Ist der ewig nicht wie der Vater zu dir? Ist es nicht er gewesen, der dich geschaffen hat? Er hat dir Wüste gefunden. Er hat zu dir geschaut und dich umsorgt, wie wenn du sie auch geöffnet wärst. Er war zu dir wie eine Adlermutter, die ihre Jungen zum Fliegen aufscheucht, aber sie nicht aus dem Auge lässt, sondern sie auffährt und auf ihren Flügeln trägt, wenn sie nicht mehr mögen. So hat die Ewige euch durch die Wüste geführt. Hast du mich auch nur so im Stich lassen? Was passiert jetzt mit mir? Was mache ich nur ohne mein Volk hier oben auf dem Berg? Ich bin ganz allein hier oben auf dem Nebel.
Heute hätte er mit ihm müssen. Gerade direkt nach der Geburt. Dort, auf einen Befehl vom Pharao. Er sagt, es gibt für unsere Leute hier zu Ägypten. Und darum müssen alle israelitischen Buben direkt nach der Geburt. Ach, mein Kind. Wenn du nur wüsstest. Wenn du nur wüsstest, in was für einer Welt du hineingeboren worden bist. Eine furchtbare Welt. Eine schreckliche Welt. Ach, mein Kind. Ich könnte dir nur mehr helfen. Das ist gleich ein Bauch. Damit gleich gescheitert kein Kind mehr bekommen. Aber dann wärst du jetzt nicht hier. Dann gäbe es dein Lachen nicht. Dein Strahlen. Dein Leuchten. Du bist so wunderschön. Deine schönen Augen. Deine zarten Finger. Schifra und Pua, die beiden Hebammen, haben aber nicht auf den Pharao gehört. Sie haben sich seinem Befehl widersetzt und die nicht tötend. Und auch wir haben die nicht tötend. Wie könnte eine Mutter, wie könnte ein Vater sein eigenes Kind töten? Darum haben wir ja niemandem gesagt, dass du ein Mutter bist. Alle denken, du seist ein Mädchen. Wenn nur niemand die Wahrheit herausfindet. Wenn nur niemand kommt und Fragen stellt. Ist das echt gleich eine Fehler gewesen? Damit gleich geschieht. Dann ist es wieder. Dein wunderbares völlige Lachen. Es gibt nichts Schönes. Was sollen wir auch nur machen? Sollten wir unsere Nachbarn unser Geheimnis einweihen? Aber können wir nicht vertrauen? Denen sicher aber allen. Eine, die dich verratet. Und du bist... Ach, mein Kind. Nein. Du darfst nicht sterben. Du musst leben. Leben, ja, leben. Im Pharao's Plan darf nicht aufgehen. Der Pharao hat nicht das Recht, über dein Leben zu bestimmen. Ausgerechnet sie einem jüdischen Bub helfen.
Sie ist aber auch Mensch mit einem Herz. Dort ist so gesehen, wie lieb sie ist. Was sie uns gesehen hat, sie uns nicht fortgejagt, sondern mit uns geredet und uns sogar angelächelt. Und jetzt sollst du mit unserem Bub einfach so in den Palast spazieren und dann fragen, ob sie uns... Nein, so können wir es natürlich nicht machen. Wir müssen einen Plan aushecken, mit der Prinzessin zu bringen, dass sie einfach gar nicht anders kann, als zu uns zu schauen. Ich bin mir ganz sicher, wenn sie ihn in den Armen hat, so wie du jetzt, und er sie so lieb anlächelt, dann kann sie gar nicht anders als zurücklächeln. Und sie bekommt dann nie. Ich bin mir sicher, sie wird es nie über das Herz bringen, ihn zu töten. Nein, sie könnte ihn nicht töten. Was ist das für eine Welt, wo Kinder getötet werden? Wo Kinder Opfer werden? Von Hunger und Krieg? So viele Buben mussten sterben, nur weil er zum jüdischen Volk gehört. Aus Dankbarkeit hat man uns zu Ägypten Gastrecht gegeben. Plötzlich sind wir dann aber Fremde geworden, wo man mit Luginen Hass gegen sie geschürt hat. Zuerst ist ein Volk gehört. Aus Dankbarkeit hat man uns zu Ägypten Gastrecht gegeben. Plötzlich sind wir dann aber Fremde geworden, wo man mit Luginen Hass gegen sie geschürt hat. Zuerst mit Wort, dann sind wir versklavt worden und schlussendlich hat der Pharao noch seinen Tötungsbefehl erlassen. Eigentlich hat man als Bub keine Chance mehr gehabt, zu überleben. Dass ich noch am Leben bin, das verdanke ich ein paar mutigen Frauen. Ich hätte nie überlebt, ohne den Widerstand von Schifra und der Pua, den beiden Hebammen. Ohne den Mut von meiner Mutter und der Miriam, meiner Schwester. Und schließlich hat so eine Tochter vom Pharao gebraucht. Ohne all die Frauen hat er nie überlebt. Aber warum haben es gerechnet ich überlebt und alle anderen sind gestorben? Das ist doch nicht gerecht. Warum ich? Sag, warum? Es ist nicht mein Verdienst, dass ich überlebt habe. Es ist ein Geschenk. Ein Privileg und eine Verpflichtung, mich für mein Volk einzusetzen, ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, ich weiß. Lang. Viel zu lange habe ich zugeschaut. Oder besser gesagt, weggeschaut. Es war mir gleich, wie es meinen Brüdern und Schwestern geht. Dass sie leiden, habe ich nicht gesehen. Sondern ich habe mein Leben als ägyptischer Prinz genossen. Gutes Essen, riesige Fleischtöpfe, fest bis im Morgen rein. Ein Leben im Luxus. Alles, was man sich wünscht, hatte ich. Und wehe, jemand hat zu mir gesagt, ich sei doch eigentlich auch einer von diesen Hebräern.
Der hätte ja etwas hören können. Nein, habe ich gesagt. Nein, ich gehöre sicher nicht zu deinen israelitischen Sklaven. Ich bin kein Hebräer. Ich bin Ägypter. Jahre hat es gebraucht, bis ich endlich zu meiner Herkunft gestanden bin und gesehen habe, wie hart, ja wie brutal der Pharao mit meinem Volk umgeht. Und endlich bin ich dazu gestanden, dass die Menschen, die da leiden, meine Brüder und Schwestern sind. Muss ab sofort jeden Tag 10% mehr Ziegel produzieren. Dieser Befehl muss eisern kontrolliert werden. Das Volk der Israeliten wird immer zahlreicher. Wenn es so weitergeht, wird es zu einer Gefahr für das große und mächtige Volk der Ägypter. Verrat! Einer aus dem eigenen Volk!
Nicht ein Ägypter, nein, ein Bruder von einem Ägypter verraten zu werden. Das wäre ja noch eins gewesen. Aber nein, weil ich aus meinem eigenen Volk. Dass es die eigenen Leute sind, die ich im entscheidenden Moment im Stich lassen, das habe ich noch manchmal erlebt in meinem Leben. Nein, Menschen, die du wirklich auf sich kannst verlassen kannst, gibt es fast keine. Eigentlich geht es dir ja gleich. Andauernd wirst du von uns Menschen verraten. Und gleich lass uns nicht los. Wieso eigentlich? Liebe siehst du? Ja, aber ist nicht auch die Liebe irgendeine ist aufgebraucht? Ich bin dann in die Wüste geflüchtet, nach Midian. Dort an einem Brunnen bin ich 7 Schwestern begegnet. Die haben sich dort bei ihrem Vater dafür eingesetzt, dass ich bei ihnen bleiben durfte. So bin ich ins Haus von Jitro gekommen, einem midianitischen Priester. Ich bin sie Hirte geworden. Und er, so etwas wie ein Vater für mich. Ein Vater, der mir vieles gelernt hat, über dich und über die Menschen. Der steht da, den habe ich von ihm. Und auch meine Frau, Zippora. Eine von seinen 7 Töchtern. Wie manchmal ist mir die Tasche vorgeworfen worden? Wie hast du eine Fremde können heiraten? Eine aus einem anderen Volk mit einer anderen Religion? Ich wusste nicht, was ich ohne Zippora gemacht habe. Eine wunderbare Frau. Unglaublich stark, lieb und schön. Auf dem Weg zurück auf Ägypten hat sie mir sogar das Leben gerettet. Eigentlich wollte ich gar nie mehr auf Ägypten zurückgehen. Von meinem Volk kann ich auch nicht mehr wissen. Ihr Stöhnen und Schreien hat mich schon gar nicht gekümmert. Ausser in meinen Träumen.
Mose! 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 Ja, da bin ich. Mose! Mose! Komm nicht näher. Zieh deine Schuhe ab. Es ist heiliger Boden, wo du drauf stehst. Ich bin der Gott von deinem Vater. Der Gott von Abraham und von Sarah. Der Gott von Isaac und der Rebekka. Und der Gott von Jakob und der Lea und der Rachel. Ich habe gesehen, wie mein Volk zu Ägypten im Elend ist. Und ich habe gehört, wie sie über die Aufseher stöhnen. Ja, ich weiss, wie sie müssen leiden. Jetzt bin ich aber gekommen, für sie aus den Klauen der Ägypter zu retten. Für sie aus dem Land rauszuführen, in eine schöne, weite Gegend. In ein Land, wo Milch und Honig fliessen. Jetzt lass! Ich schicke dich zum Pharao. Du musst mir mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten rausführen. Wer bin ich? Nein, ich kann doch nicht zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten rausführen. Die hören doch nicht auf mich. Weder die Israelitinnen und schon gar nicht der Pharao. Ich selber werde beider sein. Und das ist für dich das Zeichen, dass ich dich schicke. Wenn du das Volk aus Ägypten rausführst, dann tun dir hier an diesem Berg Gottesdienst feiern. Und wenn sie mich dann fragen, wie heisst der, der dir zu uns schickt, was soll ich denn sagen? Ich werde da sein, als der, wo ich werde da sein. Sag zu den Israelitinnen, der «Ich werde da sein» schickt mich zu euch. Und dann gang zum Pharao und sag zu ihm, die Ewige, der Gott der Hebräer, ist mir begegnet. Wir möchten eine dreitägige Wanderung in die Wüste rausmachen und dort für einen Adonai, unseren Gott, einen Gottesdienst feiern. Ja, ich weiss schon, dass der Pharao euch nicht wird lassen, aber seine Hand ist nicht stark. Ich werde dann meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern. Und dann lasst ihr euch gehen. Die Ägypter werden dein Volk nicht mit leeren Händen ziehen. Sie werden euch silbrige und goldige Geräte und Kleider mitgeben. Nein, diese Leute hören nicht auf mich. Die sagen, du seist mir gar nicht erst erschienen. Was hast du in deiner Hand? Ein Stecken. Rühren ihn an Boden. Der Schwamme! Streck deine Hand aus und pack sie am Schwanz. Der Strecken ist wieder ganz. Du meinst, ich sollte am Bösen nicht ausweichen, sondern gegen das Böse ankämpfen? Strecke jetzt deine Hand in dein Kleid. Aussatz! Meine ganze Hand ist voller Ausschlag! Strecke deine Hand zurück in Kleiderfalt. Weg! Alles weg! Die Hand ist wieder gesund! Wenn sie diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören, dann nimm Nilwasser. Schütz aufs trocknige Land. Das Wasser, das du aus dem Nil nimmst, wird auf dem trocknigen zu Blut. Nein, ich kann das nicht.
Ich kann nicht reden. Früher nicht und heute nicht. Ich habe schwere Zunge und ich stottere. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht stumm oder gehörlos? Wer macht, dass einer sieht oder blind ist? Bin nicht eins, der Ewig? Gang jetzt. Ich helfe dir dann beim Reden. Nein, ich kann nicht. Ich kann das nicht. Such dir einen anderen. Das ist kein Job für mich. Doch, du gehst. Ich weiss doch, dass die Brüder der Aaron gut reden kann. Er wird für dich zu den Leuten reden und er wird dein Maul sein. Nimm den Stecker hier in deine Hand. Mit dem machst du Zeichen.
Du hast recht. Es war ein wenig anders. Am Anfang war meine grösste Angst nicht das eigene Volk, sondern meine grösste Angst war der Pharao. Warum hat er auf mich hören sollen? Im besten Fall denkt er sich doch, ich sei ein Spinner und jagt mit so einem Palast aus. Im dümmeren und viel wahrscheinlicheren Fall lässt er mich auf der Stelle verhaften und als Volksverhetzer umbringen. Nein, beim Pharao habe ich nichts anderes erwartet. Warum hat er mich ernst nehmen? Was ich aber nie erwartet habe, ist der Widerstand von den eigenen Leuten gewesen. Sie haben nicht nur nicht gehört. Das wäre ja noch eins gewesen. Sie sind mir in den Rücken gefallen. Immer wieder. Und sie haben mich im Regen lassen. Und zwar von Anfang an. Kaum einer wäre zu mir gestanden oder hätte mich unterstützt. Ha, im Gegenteil. Dann haben sie dann noch nie über den Pharao in Schutz genommen. Schlussendlich haben sie nicht mal mehr wollen sehen, wie schlimm das ist. Make Egypt great again. Make Egypt great again. Aufsehen Nummer 3. Wie schön, dass du vorbeikommst. Ich bin mir sicher, du wirst dich gern meine Kammer dürfen zu betreten. Natürlich, eure Majestät, eure Gottheit, außer gar noch gern. Natürlich, mein Herr. Ich weiss, dass ich gross und mächtig auf euch normale Menschen muss wirken. Und es stimmt doch. Schließlich bin ich der grosse Pharao. Sohn von den Göttern, der grosse Herrscher über Ägypten. Diener, gib mir noch eine Traube. Aber so erzähl doch, wie geht's mit den Arbeiten an meinem Sommerpalast voran? Gut, sehr gut. Es geht nicht mehr lang her. Nur die Hitze her. Die Hitze macht die Arbeit und die Arbeit. Die Sonne, der verstört. Sie brennt sehr heiß. Auch mir macht die Hitze die Arbeit. Auch ich leide, wenn die Sonne hoch am Himmel steht. Und genau darum müssen die Arbeiten umso schneller vorantrieben werden, damit mein neuer Sommerpalast unbedingt pünktlich fertig wird. Aber es ist nicht nur die Sonne, eure Majestät, eure Gottheit. Der Israelit, der Mose, er hat mit den Sklaven. Er will sie dazu bringen, dass sie mit ihm fortgehen. Ausser in die Wüste, für dort einen Gottesdienst zu feiern. Das sagt er zu ihnen. Ich habe es selber gehört, am höchsten Pharao. So, so. Der Mose lässt das noch nicht locker. Die Armen. So schnell verfallen ihre einfachen Gemüter. Mose, seine hingerlistigen Worte. Sie können ja nicht wissen, wie hart er die Pflichten und Verantwortungen von einem Pharao sind. Aufseher Nummer 3. Macht zwei Sklaven zu Aufsehern. Sie sollen dafür sorgen, dass ihr das Volk endlich genug Ziegel produziert. Mein neuer Sommerpalast muss unbedingt pünktlich fertig werden. Sag ihnen, wenn sie ihr eigenes Volk nicht dazu können motivieren, schneller zu arbeiten, dann wird ihn nicht in ihre Haut stecken. Durchsage an alle israelitischen Aufseher. Ihr dürft eurem Volk
zum Ziegelmachen kein Strom ergeben wie bisher. Sie sollen ihr Stroh selber sammeln. Die Ziegelproduktion pro Tag muss aber gleich hoch bleiben. Denn sie sind faul. Deshalb schreien sie, wir wollen gehen und unserem Gott einen Gottesdienst feiern. Schwer muss die Arbeit auf den Leuten lasten, damit sie beschäftigt sind und nicht länger auf verführerische Reden hören. Mose, Aaron, ihr macht Ausnahmen noch schlimmer. Was hängt ihr denn? Nichts, im Gegenteil. Jetzt müssen wir noch mehr schaffen. Ihr habt uns beim Pharao in Verruf gebracht. Wer hört ihr Ausnahmen noch schlimmer? Lass uns durch, wir müssen zum Pharao. Nein, da gehört ihr nicht rein. Man kann nicht so einfach zum Pharao, zu seiner grossen Gottheit. Und schon gar nicht jetzt, seine Majestät, der grosse Pharao, der Herr über Himmel und Erde, ist im Regieren und darf auf keinen Fall gestört werden. Lass uns durch, wir müssen zum Pharao, und zwar sofort. Eure Majestät, hört sofort auf, das Volk zu bestrafen, nur weil ihr hässig auf uns seid. Dir? Schon wieder? Ihr seid doch erst bei mir gewesen. Was wollt ihr, ihr Wüste? Ich kann mir nicht vorstellen, dass euer Volk fort will. Von hier, wo es doch so gut geht. An einem Ort, wo sie kein Essen und kein Trinken haben. Die Sonne senkrecht auf sie runterbrennt und sie sich nicht auskennen. Drei Tage Gottesdienst. Mit ihrer Wüste. Was soll das? Pharao, eure Rache gegen unser Volk wird noch gehörig auf euch zurückkehren. Lasst unser Volk gehen! Euer unsichtbar Gott straft mich. Ja, ja, ich weiß. Das habt ihr schon tausendmal gesagt. Und gleich ist noch nichts passiert. Wahrscheinlich ist euer Gott einfach zu schwach für so einen mächtigen Herrscher wie mir. Aufstand Nummer 3. Das Arbeitstempo muss verdoppelt werden. Tag für Tag. 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 Finamelo! Soll unser Feind sich über uns erheben? Nein, wenn ihr den Gottesdienst gefeiert habt, nach 3 Tagen, dann habt ihr die Freiheit geschmückt.
Wer die Feige geschmeckt hat, der kommt nicht mehr freiwillig ins Kabarettzeug. Da könnt ihr mir nichts vormachen. Ihr müsst gar nicht zu mir kommen. Ich lasse euch nicht gehen. Verstanden? Lass uns gleich ziehen, oder ihr Zahn von Gott wieder bei euch kommt. Da bin ich ja gespannt, was der Ehre Gott mir, ein Mächtiger, ein Großer... Nein! Ein Frosch! Ein kleiner Kinder! Vorsicht! Make Egypt great again. Make Egypt great again. Das hat der Pharao dauernd wiederholt. Und was macht dein Volk? Mensch, wenigstens, sie hat auf mich gelassen. Im Gegenteil, sie haben nicht aufgehört, den Pharao in Schutz zu nehmen. Wie war der Pharao ein brutaler Herrscher? Ein Despot, ein Diktator, ein Tyrann. Vor niemandem und nichts ist er zurückgeschreckt. Aber wer war wieder einmal schon gewesen? Dass die Israeliten so leiden mussten. Natürlich ich. Ja, du hast recht. Manchmal haben sie auch dir die Schuld gegeben. 10, 11, 12 Stunden haben sie müssen arbeiten. Sie sind schikaniert und geschlagen worden. Und gleich, sie haben sich nicht wollen befreien. Sie wollten bleiben. Ihnen hat der Mut gefällt. Eigentlich hätten wir sie sein sollen. Man hat ja von Anfang an gesehen, dass sie zu wenig stark sind. Was hätten wir uns da nicht alles ersparen können? Und gleich
Du hast einfach nicht losgelassen. Wenn du uns nicht aus Ägypten vertrieben hättest, wären wir immer noch dort. Immer. Und immer wieder hast du mich zum Pharao geschickt. Und ich, auch wenn ich mich aber zuerst gewehrt habe, bin ich immer wieder gegangen. Und das hat Kraft gekostet. Unglaublich viel Kraft. Angst hatte ich. Wahnsinnige Angst. Nie habe ich gewusst, ob ich noch lebend aus dem Palast komme. Und natürlich hat der Pharao nicht auf mich gelassen. Warum sollte er auch? Warum sollte er auf einen wie mich hören? Auf einen alten, 80-jährigen Sklavenführer. Immer und immer wieder hat er meine Bitte abgeschmettert und mich aus dem Palast gejagt. Und was mir fast am meisten zu arbeiten gemacht hat, er hat sich lustig gemacht über dich. Du bist ein kraftloser Sklavengott. Es war zum Verzweifeln. Es hat viel gebraucht, bis der Pharao uns aus dem Land gejagt hat. 10 Plagen hast du über Ägypten gebracht. Du hast das Wasser vom Nil in Blut verwandelt. Es hat gestunken und die Fische sind gestorben. Ich werde uns jetzt ziehen! Nein, die bleiben da! Du hast Frösche, Mucken, Stechflöge, Viehpest und Geschwür! Lass uns jetzt ziehen! Nein, die bleiben da! Du hast Hammerschick, Heugüber und eine Feisterei. Lass uns jetzt ziehen! Nein, die bleiben da! Und am Schluss sind die Ägypter ihre Erstgeborenen gestorben. Erhöre uns! Allerlei, unser Gott!
zu Ägypten gesagt. Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypter dienen. Wir werden gescheiter strafen, als Ägypter bleiben. Als Schild für Adler. Habt nicht Angst, haltet Stamm. Die Ewige, unser Gott, will uns helfen. So wie heute werden die Ägypter hier nie mehr sehen. Aber Miriam, kommen wir dort zurück. Ja, kommen wir, genau. Nein, wir laufen den Ägypter direkt in die Arme. Pressieren den Ägypter in die Arme. Vorwärts, weiter! Wir haben die Vorlacht und sagen, es geht nicht weiter! Wir können nicht mehr! Da war ich mehr! Wollt ihr nicht mehr weiter? Das geht am Land! Das ist ihn da! Ewige! Unser Gott! Hilf! Lass uns nicht im Stich! Komm, rett uns! Wenn die Ägypter uns holen, dann ist alles aus und fertig! Keiner von uns wird zu überleben! So komm doch! Hilf! Brüll doch nicht so zu mir rauf! Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb die Stecken auf, streck deine Hand gegen das Meer und tu es spalten. So können die Israeliten auf dem Trocknigen mitten durch das Meer durchlaufen. Tatsächlich! Schaut, wir können gehen! Nein, sie können nicht bleiben stehen! Das ist viel zu gefährlich! Ihr Ägypter haben sie nicht eingeholt! Schaut doch! Das Wasser geht zurück! Kommt, wir gehen! Nein, Miriam, Aaron, geht nicht! Bleibt da! Das ist viel zu gefährlich! Sie ist nichts, sie merkt sich nicht! Wir können gehen! Jetzt geht doch endlich! Da gibt ihr, ich höre sie schon! Kommt, wir gehen! Nein, macht nicht nach schon! Doch, kommt!
seine besten Kämpfe wurden im Schilfmeer versenkt. Blut bedeckten sie, in die Tiefe sanken sie wie ein Stein. Du hast mit deinem Atem geblasen, das Meer hat sie bedeckt. Sie versanken in mächtigem Wasser wie Blei. Singen will ich ihr, denn hoch hat sie sich erhoben. Rost und Wagen hat sie ins Meer geschleudert. In deiner Güte hast du das Volk geleitet, das du losgekauft hast. Und in deiner Macht hast du es geführt zu deiner heiligen Stätte. Singen will ich ihr, denn hoch hat sie sich erhoben. Rost und Wagen hat sie ins Meer geschleudert. Furcht und Schrecken fällt über sie. Vor der Macht deines Arms, wenn sie starr wie Stein. Während dein Volk vorüberzieht, das du erworben hast. Du bringst sie hin zum Berg deines Erbes und pflanzt sie ein. Eine Mordstätte hast du ihr gemacht. Ein Heiligtum haben deine Hände gegründet. Der Ewige ist König für immer und ewig. Adonai ist Königin für immer und ewig. Die Ewige ist Königin für immer und ewig. Singen will ich ihr, denn hoch hat sie sich erhoben. Ross und Wagen hat sie ins Meer geschleudert. Was? Was sagst du? Habe ich richtig gehört? Wir sollen uns nicht freuen. Wir sollen uns nicht freuen über unsere Rettung. Über unsere Rettung vor dem Tod durch die Ägypter, die uns schon fast eingeholt haben. Wir waren am Ende, aber du hast uns gerettet. Du hast Ross und Krieger ins Meer geworfen. Das Werk von meinen Händen verdrinkt im Meer. Und dir wollt singen. Ich weiss schon, du hast recht. Wir dürfen uns schon über unsere Rettung freuen. Aber nicht über den Tod der Ägypter. Und gleich, dann am Schilfmeer hat die Freude kaum noch ein Ende genommen. Alle haben wirklich auf dich vertraut. Das hat es noch gar nie gegeben. Für einmal waren wir wirklich ein Volk. Dein Volk. Wie gern möchte ich so einen Moment noch mal erleben dürfen. Wie soll ich jetzt wieder runtergehen? Ich will dabei sein, wenn dies und mein Volk in die geschenkte Freiheit einziehen. Ich bin nicht 40 Jahre lang der Wüste gelaufen, für das ich das jetzt nicht miterleben kann. Außerdem kann ich dir sagen, es geht nicht ohne mich. Ich kann es nicht allein. Der Joshua ist noch kein Anführer. Der muss zuerst noch in seine neue Rolle hineinwachsen. Nein, ich habe genug auf dich gehört. So kurz vor dem Ziel kann ich mein Volk nicht. Wenn wir denn da sind, Volk von mir von Honig fressen, bin ich nicht bereit zu sterben. Und überhaupt. Du weißt ja selber, wie schnell das es geht. Bis unter deinem Volk wird das Chaos ausbricht. Dann, als ich auf bin, ist das Kennengerät angegangen. Und schon ist es wieder vorbei gewesen, mit dieser dankbaren und friedlichen Stimme.
ich schon etwa nicht nachgeschildert, sag ich bleib lieber! Nicht einmal die Worte, wie ich möchte, wo wir sind! Ey, in Wüstenzimmer, siehst du es nicht? Überall nur Fels und Steine. Die Sonne scheint so hell, dass man gar nicht in den Himmel schauen kann. Die Wasserstrahl, heiss und trocken. In der Nacht ist es schrecklich kalt. Und jeden Tag immer das Gleiche, die heiße Sonne von oben. Und verbrennt die heiße Fels von unten. Und es trinken, wo gibt es trinken? Und zu essen, wenn nicht endlich etwas zu essen. Sag öfter, sind wir vor dem Bauern Fleisch abgekocht. Aber hier, was haben wir hier? Nichts! Sag öfter, Fleisch abgekocht! Sag öfter, Fleisch abgekocht! Ihr wisst doch selber, dass das gar nicht stimmt. Als Sklavinnen haben wir doch kein Fleisch bekommen. Doch! Fleischstück! Sag bitte! Das sind die Rente! Wo habt ihr euch versteckt? Wir haben Hunger. Warum habt ihr uns in die Wüste geführt? Sag bitte! Hat es genug Kraft für uns alle gegeben? Wir hätten noch dort bleiben können. Denkt, dass es gut gegangen ist! Ihr aber habt uns in die Wüste rausgeführt. Und jetzt lasst ihr uns Elend verrebeln. Habt ihr schon vergessen, wie schlecht wir zu Ägypten behandelt worden sind? Elend verrebeln lasst ihr uns! Wir Elend machen eine Wüste! Gebt uns zu trinken! Wasser! Gebt uns zu essen! Brot! Alles hat den Schnappbrecht, habt ihr Hunger und Durst! Habt ihr schon vergessen? Sag ich dir jetzt endlich etwas! Ich sag's, bin ich genug! Der hat alles nur schlimmer gemacht! Jungdown, wir sollen eigentlich da passen! Du bist mit der Idee gekommen, wir sollen aus Ägypten ausziehen! Wärst du doch nur ins Midian geblieben! Eigentlich sollte man die Steine holen, Mose! Steine? Meint ihr wirklich? Der Mose? Ja, vielleicht. Steinige? Geht's nicht wie... Steinige! Steinige! Geht's doch nein, hör auf! Oh, er hat eine Strafe verdient! Ja, er hat es verdient. Vielleicht hat er recht. Steiniger! Steiniger! Das könnt ihr doch nicht! Aber euch sitzt in den Fleischstück! Wasser! Brot! Aber wir können doch nicht einfach unseren Anführer... Auf sie, sie hat recht! Wasser! Brot! Bevor es doch wirklich klar. Weißt du, dass wir wüssten, warum wir auf den Dursten? Der Mose und ich will anders... Er hat die Strafe verdient. Steiniger! Komm, wir beginnen! Steiniger! 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 Dem Volk. Ich habe nicht mehr. Sucht ihr einen anderen für dein Volk. Immer nicht mehr. Immer nicht mehr. Ich bin am Ende. Mose, ich bin da. Ich, Miriam, deine Schwester. Gib nicht auf. Kämpf weiter. Vergiss nicht. Die Ewige. Unser Gott ist mit dir. Und ich habe sie auch verstanden.
Es hat Tage gegeben, an denen hätte auch ich am liebsten nicht mehr weitergemacht. Manchmal habe ich mir sogar gewünscht, ich könnte einer von ihnen sein und mit ihnen zusammen steinen und irgendeinen Sündenbock schiessen. Wie befriedigend das manchmal könnte sein. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, Verantwortung abzugeben. Ja, meine Arbeit ist gemacht. Mein Auftrag ist erfüllt. Einmal fast. Wer schaut jetzt zu ihnen, wenn ich nicht mehr da bin? Du. Ja, ich weiss schon, du lässt sie nicht im Stich. Und sie haben Bundeslade mit der Tora drin. Aber hören tue sie halt gleich nicht. Auch nicht auf dich. Nein, es ist ja so, sie haben noch nie hören können. Gerade auch dann in der Wüste, wo sie mich steinigen wollten. Weil sie zu wenig zu essen hatten. Plötzlich war der ganze Himmel voller Wachteln. Am nächsten Morgen war der ganze Boden voll mit frischem Brot. Mit Manna, Himmelsbrot. Ich habe ihnen dann in deinem Auftrag gesagt, sie sollen nur so viel nehmen, wie sie nötig haben. Was sie aber auf keinen Fall sollen machen, sie die Vorräte anlegen. Uwana, meinst du, sie hätten gehört? Der Brot voll mit Würm und Maden war. Die haben tausend kleine Löcher gefressen durch den Teig. Überall sind sie durchgeschlängelt. Und es hat gestunken im Lager, dass es wirklich nicht mehr schön war.
sein, dass Gott sich uns zeigt, mit der neuen Reform, die so furchtbar ist. Ich mache mir Sorgen um den Mose. Ist das auch passiert? Ich mache mir nicht nur Sorgen um den Mose, sondern auch um uns. Wollen wir nicht gescheiter? Wenn ihr jetzt auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr mein ganz besonderes Volk werden unter allen Völkern. Die ganze Welt gehört mir. Ihr aber sollt für mich ein Königreich aus lauter Priester sein. Ein heiliges Volk. Wir wollen alles machen, was der Herr sagt. Ich bin die Ewige, die Gott. Ich habe dich rausgeführt aus Ägypten, aus dem Haus, wo du Sklave warst. Hab keine anderen Götter außer mir. Schnitt dir kein Götterbild. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denk an den Sabbattag und halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr dein Gott dir gibt. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht stehlen. Einen Fremden sollst du nicht bedrängen und nicht klären. Seid ihr nicht selbst Fremde gewesen im Land Ägypten? Eine Witwe oder eine Weise sollt ihr nicht erniedrigen. Armut wird es bei dir nicht geben. Du sollst kein nichtiges Gerücht verbreiten. Du sollst eine Lade machen aus Akazienholz. 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Überziehe sie mit rarem Gold. 10,000 sollst du überziehen und bringe ringsherum eine goldene Leiste auf. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren oder irgendwas, das deinem Nächsten gehört. Und diese 4 goldenen Ringe und befestige sie an den 4 Füßen, 2 an der einen Seite und 2 an der anderen Seite. Ihr sollt mir nichts an die Seite stellen. Silberne und goldene Götter sollt ihr euch nicht machen. Und mache Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Dann führe die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, sodass man mit ihnen die Lade tragen kann. 3-mal im Jahr sollst du ihr mein Fest feiern. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht aus ihr entfernt werden. Und sieh, ich sende einen Boten vor dir her, dich auf dem Weg zu behüten und dich an die Stätte zu bringen, die ich bereitet habe. Lade aber sollst du die Gebote legen, die ich dir geben werde.
Schön, oder? Eine Sternstunde. Eine Sternstunde war das in meinem Leben. Im Leben von deinem Volk. So schwach wie sie sind, manchmal sind sie zu grossem fähig. Wenn sie es schaffen, zusammenzustehen und auf dich zu hören, dann können sie etwas bewegen. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir machen und wir wollen darauf hören. Grossartig. Einfach grossartig. Ja, dein Volk. Immer, wenn ich gemeint habe, jetzt lasse sie wirklich auf dich. Immer, wenn ich gedacht habe, jetzt kommt es gut, ist der nächste Tiefschlag gekommen. Am Schilfmeer ist es gerade mal 3 Tage gegangen, bis sie wieder auf Ägypten zurückkehren wollen. Und sie sich nach den Fleischstöpfen zurückgesehnt haben. Als ob uns die Ägypter je einmal an die Fleischstöpfe gelassen hätten. Gottesberg ist es dann immerhin etwas länger gegangen. Nach ihrem grossartigen Versprechen bin ich noch am gleichen Tag wieder auf den Berg hoch und bin 40 Tage lang oben geblieben. Dort hast du uns nochmal 2 Steintafeln geschenkt, mit den 10 wichtigsten Geboten drauf. Ich bin der Ewige, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Denk an Schabbattag und halt ihn heilig. Schau zu deinem Vater und zu deiner Mutter. Tu nicht töten. Am 40. Tag habe ich es, oder besser gesagt, haben wir es unter dem Tal hören lärmen. Oi, oi, oi. So hässig wie dann habe ich dich noch nie erlebt. Ägypten rausgeführt hast, läuft das Unglück. Die sind aber Gleitung vom Weg abgekommen. Sie haben sich schon ein Kalb gemacht und knäulen vor ihm ab und beten es an und rufen: Israel, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten rausgeführt haben. Eine bockige Gesellschaft ist das. Lass mich jetzt machen. Ich gebe meiner Täubin nach und bringe sie um. Und fange dann mit dir ganz neu an.
Warum, Ewige, bist du dieser Würdig auf dein Volk? Das Volk, das du mit grosser Kraft und starker Hang aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Wolltest du, dass die Ägypter am Ende noch denken, dass du die Israeliten in böser Absicht herausgeführt hast, damit du sie in den Bergen umgestürzt kannst umbringen und sie vom Erdboden verschwinden? Wolltest du, dass die Ägypter so über dich, der einzige und wahre Gott, denken? Hör auf und beruhig dich wieder! Es muss dich doch dauern, dass deinen Tieren Unheil droht. Weisst du nicht, dass du deinen Tieren am Abraham und der Sarah, am Isaac und der Rebekka, am Jakob und der Rachel bei deinem eigenen Namen geschworen hast, dass du deine Nachkommen vermehren willst wie Sterne am Himmel und dass du ihnen das ganze Land, wo du davon geredet hast, willst geben, dass sie darauf wohnen können? Hast du das alles wirklich vergessen? Hoppla! Habe ich wirklich so mit dir geredet? Es hat dem auch genützt. Du bist es dann gewesen, dass du deinem Volk diesen Weg gedroht hast. Aber sei mir ehrlich, du bist nicht der Einzige, der an diesem Tag dieser Weg hässig geworden ist. Oh Gott,
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin am Ende. Komm. Komm. Erlös mich. Es ist genug. Nein. Nein, die Kraft hat dich nicht mehr. Ich könnte dein Volk nicht mehr zusammen haben. Du hast recht. Es ist Zeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit zu sterben. Nur einen Wunsch habe ich noch. Ich möchte. Ich möchte. Dein Gesicht gesehen. Dein Gesicht! Ich weiss. So einmal habe ich dich nachgefragt. Dann, nach dem Gesicht mit dem goldigen Kalb, wo ich noch einmal auf den Berg gekommen bin. Nein, hast du gesagt. Nein. Du kannst mein Gesicht nicht sehen. Und weiterleben. Aber jetzt bin ich parat. Oh Gott. Zeig mir. Dein Gesicht. Ich, Adonai, die Ewige, bin ein barmherziger und gnädiger Gott. Ich höre auf dein Seufzen und stehe zu dir, was auch wird kommen. Lang dauert es, bis mein Zorn verwacht. Meine Liebe und Treue sind schier ohne Ende. Ich sehe den Sinn von diesem Gebot noch nicht ein.
Es ist ja wirklich wurscht, ob man die drin lässt oder rausnimmt. Mal, es ist eben gerade wichtig, dass man die Stangen in den Ringen vor Bundesleben drin lässt. Es erinnert uns nämlich immer wieder daran, dass wir nie am Ziel sind, sondern dass wir immer wieder müssen bereit sein müssen, für weiterzuziehen. Hoi, wo ist der Joshua? Wisst ihr, wer Joshua ist? Ich habe ihn vorher noch gerade gesehen. Er ist schon am Zusammenpacken. Nein, er hat sich vorhin gerade auf den Weg gemacht. Hä? Auf den Weg? Woher geht er bitte schon? Auf den Berg rauf. Was? Auf den Berg? Wenn dir der Moos ist. Ich weiss es auch nicht. Eigentlich hat er es ja deutlich gesagt. Er käme ihn mit uns über ein Jahr da. Wer weiss? Vielleicht kommt er ja gleich noch. Es wäre ja nicht das erste Mal, wo wir denken, er komme nicht vom Berg oben runter. Wo er dann gleich noch kommt. Hey, warten wir's ab. Es sind ja noch nicht 40 Tage vergangen. Wer ist noch? Der. Auf dem Berg, wo ich in der Felsspalte gestanden bin. Und dort deine Hand über mir gelegt und gesagt hast, ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott. Dann bist du an mir vorbeizogen. Nur die Rücken habe ich gesehen. Aber jetzt komme ich dir entgegen. Dir. Deinem Licht. Deinem Gesicht. Nur noch ein paar Schritte, dann bin ich da oben. Da oben auf dem Nebel. Da. Da ist es. Das verheißene Land. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Ewige. Du bist unsere Zuflucht. Durch alle Generationen. Bevor die Berge geboren sind, bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt den Menschen zurückgehen in Staub und sagst, kommt zu mir, Menschenkinder. Deine Güte soll uns behüten. Unsere Hände, ihres Werk. Mach, dass es uns überdauert.